war doch jetzt mal eine Cutscene. Also gut, wir haben viel gelabert rund um den Transferschluss. Deswegen jetzt einfach mal eine Woche vorspulen. Übrigens als kleiner Tipp, wenn E-Mails kommen, die halten immer eine Woche, wenn das so Transferangebote oder so sind. Nach einer Woche laufen die ab. Das heißt, wenn man eine Woche vorspult, dann passiert einem nichts. Bech wechselt vom rechten Mittelfeld auf den linken Flügel, weil er Linksfuß ist und weil wir mal gucken wollten, nach zwei Wochen Trainingszeit, ob da tatsächlich noch ein bisschen Potenzial schlummert. Der ist nämlich einfach verdammt schnell. Und Schnelligkeit wird bei Flügelspielern belohnt. Nö, hat aber nichts gemacht. Abgehakt. Leihgebot für den jungen Baumann. Das ist der ganz Neue. Definitiv. Laie, zwei Jahre. Bla bla bla, laber laber. Nächstes Spiel. Und zwar gegen Dortmund 2 in Dortmund. Und wir treten eigentlich fast mit der ersten Mannschaft an. Es gibt nur einen Wechsel. Den sehen wir hier rechts hinten. Semic, Nachwuchsspieler, darf mal ran für Kostli. Und es sollte ein durchaus unterhaltsames Spiel werden. Erst geht Dortmund früh in Führung, hier durch diesen Schuss aus dem Strafraum. Ja, kommt der Mantel nicht mehr hin. Hat die Abwehr geschlafen. Doch mit dem Halbzeitpfiff quasi können wir ausgleichen, und zwar dank diesem wunderschönen schnell gespielten Pass. Kommt Nürnberger tatsächlich mal zum Abschluss und erzielt, ich glaube, sogar sein erstes Saisontor. Herzlichen Glückwunsch. Und in der zweiten Halbzeit kommen wir erstmal nochmal mit einem Appelkampf zum Genießen sozusagen. Läuft, kann man mal so machen. Doch, Dortmund kommt zurück. Und hier vergeben sie noch. Sind auf jeden Fall stärker geworden. Und setzen uns ordentlich unter Druck. Und ja, tatsächlich passiert das, was passieren muss. Hier sieht Mantel nicht so gut aus. Und es steht 2:2. Und ich denke, ja toll, geht der ganze Kram schon wieder in den Bach runter. Aber meine beiden Stürmer quasi im Direktgegenzug. Testrot zum einen. Da sieht ein Torwart immer richtig scheiße aus. Und dann Moukoko mit einem Zauberfüßchen. Das ist der Außenriss des Todes. Und der passt da aber sowas von genau rein. Den werden wir nochmal sehen bei dem Tor des Monats. Freut er sich. Da steht es 4:2. Und zu guter Letzt darf nochmal Moukoko auf meinen Nachwuchsspieler Pejcinovic spielen. Jetzt habe ich also nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Und es steht 5:2 und das Spiel geht dann doch am Ende souverän zu Ende. Hurra! Wir haben einen neuen Scouting-Bericht. Da schauen wir doch gerne nochmal rein. Ein Jens Vogt mit einem Potenzial von maximal 87 und einer maximal 54er Stärke ist nichts für uns. Genauso wenig Arthur Schmidt, maximales Potenzial 73, maximales Potenzial 76. Der ist der schlechteste Spieler, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Und Theo Kuhn ist erst 15, wird in seiner Stärke irgendwo bei Anfang 50 liegen und das Potenzial ist so mittel. Es ist jetzt der einzige Spieler, der ansatzweise aus dieser Runde irgendwie mitkommen darf, deswegen nehme ich den mal mit. Baumann wird verliehen. Ab der Winterpause. Das Schöne an dem Spiel ist ja, wenn man jemanden verliehen hat, man kann ihn jederzeit zurückholen. Also immer erstmal so viele wie möglich wegpacken. Und dann rein ins nächste Spiel. Ingolstadt empfängt die Spielvereinigung Bayreuth, die in der Liga tatsächlich nicht so geil dastehen. Aber uns ein bisschen das Leben schwer machen. 16. Minute schon. Es ist unfassbar, wie viele Dinger da von hinten irgendwie aufs Tor gehen. Diesen hier hält er noch. Der gute Herr Mantel. Aber bereits in der 25. Minute sieht das um einiges beschissener aus, denn da geht wieder einer von Bayreuth durch und da, ja gut, da hat der Mantel keine Chance. Insgesamt wirkt Ingolstadt so ein bisschen fahrig. Heute gelingt nicht viel. Alles ein bisschen halbgar, hier auch schon wieder schlechte Abwehr von Pfeiffer und
Steininger von Bayreuth haut den Nächsten den Mantel um die Ohren. Naja, freut er sich. Also 2-0 steht's. Wir können Anfang der zweiten Halbzeit, und zwar in der 49. Minute, kontern. Denkst du? Das war so ein bisschen die beste Chance. Zack, drüber. Latek ärgert sich, feuert an. Und letztendlich, 61. Minute, haben wir dann doch die Chance. 2-1, es riecht so ein bisschen nach Aufholjagd. Das war übrigens Stiller, unser Sechser. Ja, es riecht nach Aufholjagd, aber schon in der 66. Minute wird das im Keim wieder erstickt. Zack, durchgespielt. George zum 3-1. Das ganze Spiel überkommt Ingolstadt nicht aus dem Quark. In der 19. Minute haben die nochmal die Chance, noch weiter zu erhöhen, aber da ist dann der Mantel endlich wieder da, klatscht den weg. Und das ist dann schon ein herber Rückschlag für die Mannschaft. So kommst du in der Tabelle nicht weiter nach oben. Zwei Spiele, kein Sieg. Liegt daran, dass ich das letzte Spiel vielleicht doch gewonnen habe. Also, nee, die Interviews werden auch immer nerviger. Ich weiß nicht, ob ich die noch lange mitmache. Ja, nach dem September kommt der Oktober. Das wusste ich auch schon in der zweiten Klasse. 4 Spiele stehen diesen Monat an. Meppen, Waldhof, Mannheim, Elversberg und der VfB. Ich habe keine Ahnung, welcher VfB das ist. Wenig labern, viel spielen. Schauen wir nur noch schnell auf die Tabelle, damit wir wissen, wie wir stehen. FC Ingolstadt hat das letzte Spiel verloren. Wir haben schon 3 Niederlagen. Wir haben zwar 20 Tore geschossen, aber auch 14 kassiert. Und geloben Besserung gegen Meppen. Das klappt so ein bisschen mittelmäßig, denn die fangen an, die von Meppen, und hauen mir einen rein. Und in der 64. Minute kriegen wir durch Kostli tatsächlich den Ausgleich. Und so endet letztendlich das Spiel mit Verkacken zum Ersten und Verkacken zum Zweiten. Das war nicht die gleiche Szene, das war zweimal Mukoko. Der kann verkacken, nämlich mit links und mit rechts, beidfüßig scheiße. Und einer Herzstillstandssituation in der 90. Minute. Letztendlich dann, ja, keine Ahnung, verdient oder unverdient mit 1-1. Besser werden soll es gegen Waldhof Mannheim. Und nachdem die Mannheimer das erste Tor schießen, kriegen wir einen Elfmeter und so eine wunderschöne Hyper-Motion-Animation. Wir freuen uns einen Ast. Für ungefähr 5 Minuten, dann fangen die anderen an, hier auch Animations-Bingo zu spielen. Wir schaffen es in der zweiten Halbzeit dann noch auszugleichen, 2-2. Aber Animations-Bingo hat Waldhof Mannheim echt Spaß gemacht. Und die machen hier sowas. Achtung, Originalkommentar. Wenn du siehst, dass die Kamera daran zoomt, dann weißt du, jetzt kommt ein Tor. Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr das gesehen? Also Hyper-Motion-Animations-Bingo geht mit 2-1 an Waldhof Mannheim. Wir verlieren den ganzen Kack 3-2. Und erleiden mal wieder einen fürchterlichen Rückschlag. Puh, wie schlecht ist das gemacht? Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff. Andi Latek, was sagen Sie zum heutigen Spiel? Ich sag halt die Fresse. Weißt du wirklich, du gehst mir so am Sack, jede Woche hältst du deine Nase hier rein. Leck mich doch. Die Tabelle zeigt, dass wir auf dem 8. Platz stehen und 10 Punkte Rückstand auf Erzgebirge Aue auf 1 haben. Danach Dresden, 7 Punkte Rückstand. Osnabrück, die wir so wunderschön am ersten Spieltag mit 13-0 geschlagen haben, trotzdem 6 Punkte Rückstand. Und wir spielen als Nächstes hier rechts auf der Seite des Siegmanns gegen Elversberg. Ich würde sagen, springen wir direkt rein, wa? Wir ändern mal so ein bisschen die Taktik und lassen die Abwehr zumindest nicht mehr so viel Druck aufbauen. Ich will sie nicht zu tief ziehen, aber ein bisschen zurück. Und dann versuchen wir es mit einem schnellen Aufbau. So, Spiel geht los.
Schöne Cutscenen haben wir nicht gesehen. Ja, guck mal da, so geht das. Ah, der hätte ein bisschen steiler gehen müssen. Aber Amin wieder, der ist schnell. Den macht er selber. Schuss, 2-0. 25 Minuten. Noch ein bisschen Platz. Nein! Chance vertan. Noch eine Chance. Guck, guck, guck. Da ist er. Herr Mukoko. Lauf, Mann. 4-0. Pejcinovic. Das ist auch schon sein zweites Saisontor. Ist ja auch noch so ein Nachwuchsstürmer, aber der darf dann mal noch einen reinschaufeln. 4-0. Beschwer ich mich nicht. Beschwert sich auch Lattek nicht. 9. Wir sind 7. Und so springen wir direkt rein ins Stadion von Oldenburg. Ach, wie herrlich die dritte Liga ist. Heute mit einer Schiedsrichterin und einem gut gelaunten Stürmer von Oldenburg. Hasenhüttl hat im letzten Spiel zweimal getroffen. Hier sehen wir nochmal schnell die Tabelle. Wir sind 7. Wir sind 9. Und was unten passiert ist, interessiert uns nicht. Vielleicht sollten wir uns diesen gut gelaunten Hasenhüttl hier mal merken. Bei uns ein bisschen Rotation mit Bischof und Sivea im Mittelfeld, zwei Jungen. Hoffentlich geht das gut. Wir werden es sehen. Ja, doch was wir dann sehen, sind blau-weiße Fähnchen. Kopfschütteln bei denen da. Und mal wieder eine Leistung, die Andi Lattek noch ein paar Haare mehr ausfallen lässt. Ja, direkt vom Anstoß an hat Oldenburg da echt Dampf gemacht. Ich kam gar nicht hinterher. Ein schöner Pass. Das ist der Hasenhüttl von denen, natürlich gerade in guter Form. Wenn wir noch geguckt haben, ob unsere Schnürsenkel alle zu sind. Wenn wir mal vor das Tor kommen, dann irgendwie uneffektiv. Nee, heute im Spiel war so ein bisschen der Wurm dran. Die spielen voller Einsatz, voller Leidenschaft. Das haben sie gut gemacht. Kann nicht sein. Es hätte alles so schön sein können, ne? Wenn wir hier anfangen, Gas zu geben. Aber da steht erst noch der Torwart im Weg. Kurze Zeit später sieht es dann aber so ein kleines bisschen besser aus. Hoffnung keimt. Es droht mit dem Ausgleich. Aber gut. Fieses Foul. Nächste gelbe Karte. Am Ende hast du nicht vom Platz geflogen, hast gewonnen, hast alles richtig gemacht. Kannst auch eine Grätsche auspacken. Das war die 90. Die 89. Minute. Dann steht der frei vom Tor. Schießt ihn da rein. Das ist nicht mein Tag. Ja, der Oktober ist vorbei und war ein ziemlich durchwachsener Monat. Also mit einem Sieg aus 4 Spielen macht man nicht unbedingt deutlich, dass man aufsteigen will. Das Ganze sieht in der Tabelle dann ungefähr so aus. Wir auf Platz 9 haben 17 Punkte und Aue immer noch auf Platz 1 hat 30 Punkte. Da sind 13 Punkte Unterschied. Das ist schon ein ordentlicher Hüpfer. Andererseits, bis auf Platz 3 sind es nur 7 Punkte. Das ist noch machbar. Ich meine, wir sind auch erst an Spieltag 12 und wollen jetzt einfach noch ein bisschen Gas geben bis zum nächsten Transferfenster. Und da müssen wir dann gucken, was wir machen. Zwischendurch nicht vergessen zu scouten, dass wir dann auch wirklich eine gute Auswahl haben. Und alles Weitere, würde ich sagen, gibt es dann im nächsten Video, wenn wir von... Das heißt für mich... Ende Oktober, den November und den Dezember durchzocken und uns bis zu der nächsten Transferphase hoffentlich in der Tabelle wieder ein bisschen hocharbeiten.